diese Bundesregierung, bestehend aus ehemals drei Parteien, und Sie, Herr Bundeskanzler, tragen dafür die Verantwortung. Und deshalb wäre ich mal ganz vorsichtig, wenn die SPD versucht, jetzt auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode noch rot-grüne Wunschprojekte durch dieses Parlament zu drängeln. Das wird mit Sicherheit nicht gelingen auf der Grundlage eines nicht vorhandenen Bundeshaushaltsplanes für das kommende Jahr, solche Entscheidungen zu treffen. Daran werden wir uns mit Sicherheit nicht beteiligen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum sind wir in der Lage, in der wir heute sind? Warum haben wir eine schmale Tagesordnung für diese Woche vereinbart? Ich kann es Ihnen sagen, weil Rot-Grün als Regierung keine Mehrheit in diesem Parlament hat und weil es jenseits von Rot-Grün auch keine Mehrheit in diesem Parlament gibt. Ich sage das für unsere Fraktion ganz klar. Wir werden in dieser schwierigen Situation nicht auf wechselnde Mehrheiten setzen. Wir werden nicht auf Zufallsmehrheiten setzen. Und um es Ihnen ganz klar zu sagen, es gibt in diesem Haus auch keine Mehrheit mit der AfD. Es gilt heute und es gilt auch für die Zukunft. Ich finde, es gebietet der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, dass der Bundestag jetzt sehr schnell mit einem neuen, frischen Mandat versehen wird und dass die Politik, die hier gemacht wird, von den Menschen in unserem Land auch wirklich legitimiert wird. Alles, was wir in der Zwischenzeit brauchen, zeitkritische Vorlagen, sachkritische Vorlagen, werden wir in diesem Parlament unterstützen. Das gilt schon in dieser Woche. Und so werden wir es machen, bis der neue 21. Deutsche Bundestag zusammentritt. Aber was wir nicht machen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir das Durchwursteln auf den Trümmern einer gescheiterten Regierung Scholz fortsetzen werden. Das wird es mit der Union im Deutschen Bundestag nicht geben. Vielen Dank.